Barbara, den du magst. Du bist ein großer Hermes-Fan, ja. Habe ich gelesen. Stimmt das? Ja, ich du magst Hermes gern. Was mag ich? Hermes magst du gern. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe auch FM4 im Ganzen. Ja, und Hermes war für Willkommen in Österreich bei einem Bauhoffest in Groß-Engersdorf. Und hier ist ein Bericht. Im Weinviertel legten über 2000 Jugendliche auf dem kommunalen Lagerplatz für Baumaterial bedacht auf Fröhlichkeit. Nebst Tanz und Durst war vor allem bei dem wehrpflichtigen Burschen die bevorstehende Bundesheervolksbefragung ein großes Thema. Die nun folgenden Fachgespräche dienen Ihnen, werte ZuseherInnen, vielleicht als Entscheidungshilfe. Also, wir sind Satzgreif für die FPÖ. Was ist FPÖ? Ah, Scheiß auf die FPÖ. Wir sind für die ÖVP. Ja, dann geht's weg. Wer ist für die FPÖ? Weiße für. Ja, Mann. Faschistische Partei. Bist du jetzt da? Oder was? Wer ist für den Plan? Weil sie für einen Zivildienst sind. Das ist ja. Einfach für einen Zivildienst, Wasser-Roten Kreuz hilft, was dem österreichischen Bundesheer hilft. Warum brauchen wir unbedingt ein Berufsheer? Für die Sozialhilfe im österreichischen Staat, für die Katastrophenhilfe, für den Zivildienst. Ich bin mir kommentiert, weil ich finde, es ist eine Erfahrung halt, weil man kann was lernen, zum Beispiel, weil zum Beispiel ein Krieg ausbricht. Was sagt er? Was bist du? Lauter, du musst lauter reden, ich verstehe dich nicht. Na, du bist. Na, was? Ich bin im Kommentar halt, weil ich finde es eine Erfahrung halt, weil man kann was lernen dafür. Wenn zum Beispiel ein Krieg ausbricht, dann kann die Kameraden nicht haben, was im Kommentar sind. Auch mit der Waffe auch hat jeder nicht. Das Rote Kreuz Gänsendorf, das ist das, wo ich am nächsten bin. Und durch. Und bis zum nächsten am Zivilenstand Gänsendorf. 10.000 Leute im Jahr. Allein wenn man das rechnet, zahlt sich das vollkommen aus. So,